So, herzlich willkommen im neuen Jahr zur ersten Pressekonferenz. Am Samstag geht es wieder los gegen Bayer Leverkusen. Yes, willkommen euch allen nochmal, wen wir noch nicht gesehen haben. Frohes neues Jahr. Heute kann man es noch machen, glaube ich, aber dann reicht es auch. Von mir ein, zwei Infos vorab. Das Spiel am Samstag gegen Leverkusen ist im Heimbereich wieder restlos ausverkauft. Leverkusen bringt auch mehr als 2000 Gästefans mit, also es wird richtig voll in der WWK Arena. Da auch nochmal der Hinweis, wer kleine Kinder mitbringt, Kinder im Miniclub, die Kinderbetreuung wird wieder angeboten. Es gibt noch ein paar Restplätze, kann man sich gerne noch bis morgen Mittag anmelden. Und zur Info, Julian Baumgartlinger wird am Samstag im Stadion sein und wir können ihn offiziell verabschieden. Können sich die Fans dann auch schon mal drauf freuen. Und dann kleiner Ausblick auf das kommende Heimspiel gegen Bayern München. Denn das ist auch schon ausverkauft, jetzt in anderthalb Tagen. Ich glaube, so schnell waren wir zuletzt in der Europa League gegen Liverpool. Von daher, das Zuschauerinteresse am FC Augsburg gerade sehr schön, freut uns. Und deswegen auch noch die Info, Ausblick auf die nächste Woche. Wir starten dann am Dienstag schon mit dem Vorverkauf für das Spiel gegen Heidenheim. Das ist dann das Letzte, was von der DFL schon terminiert wurde. So viel dazu, aber sportlich, yes. Danke. Von meiner Seite auch erstmal frohes Neues. Was liegt vor uns? Ich würde sagen, ein anspruchsvolles Auftaktprogramm. Aber wir mögen Herausforderungen. Aber von meiner Seite geht es jetzt nur um das nächste Spiel. Das ist Bayer Leverkusen. Wir sehen jetzt unsere Möglichkeiten, unsere Chancen, um die erste Mannschaft zu sein, Bayer Leverkusen zu schlagen. Wir wissen schon, dass es ein tolles Mannschaft. Sie hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Ich glaube, 25 Spiele ohne Niederlage, 22 Siege, individuelle Qualität. Aber was ich gerade gesagt habe, wir mögen Herausforderungen und das ist unsere Möglichkeiten als Mannschaft und auch als individuelle Spieler gegen die Besten jetzt zu spielen. Und ich freue mich, wieder zu Hause zu spielen vor unserer tolle Fans und da ist alles möglich, würde ich sagen. Zum Personal waren fast alle heute auf dem Platz, so dass Thomas ist wieder da, Diago hat alles mitgemacht, Frederik Winter, Bello, Elvis, der Einzige, der war mit dem Reha-Trainer war Mats. Er ist gesperrt, das weiß ich, aber eine kleine Operation vor den Weihnachten und er ist immer noch mit den Rehab, aber es sieht gut aus. So insgesamt über Personal sieht es gut aus. Danke. Marco, magst du die Fragerunde eröffnen? Gerne, ja. Hallo zusammen. Herr Torwart, Sie haben es gerade angesprochen, auf der linken Seite wird Ihnen Mats Pedersen fehlen. Ist Iago schon so fit, dass Sie sagen, ihm trauen Sie die Startelf zu? Das ist natürlich das Frage, dass ich auch jetzt versucht über die letzte Woche hier, wie weit ist Jako jetzt, ein paar Wochen weg vom Training war. Ich muss sagen, er hat das sehr gut gemacht diese Woche. Ich muss jetzt überlegen, ob es jetzt von Anfang ist oder durch das Spiel, wie lange kann er spielen, wenn er spielt. So, das ist immer die Frage, aber eine Möglichkeit ist es jedenfalls. Die andere Möglichkeit wäre dann vielleicht Robert Gumni, den Sie ja gegen Hoffenheim dort getestet haben. Genau, und hat da Robert sehr gut gemacht. Er ist ein toller Spieler, kann rechts, links, er hat eine Schnelligkeit, so, das ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit. Das vergangene Jahr haben Sie ja mit einer Enttäuschung abgeschlossen in Stuttgart mit der 0:3-Niederlage. War Ihnen auch anzumerken, dass die Sie sehr heftig, glaube ich, getroffen hat. Da hatten Sie lang, glaube ich, mit zu kämpfen. Welches Gefühl haben Sie jetzt nach der kurzen Winterpause von der Mannschaft? Ja, wie du jetzt gesagt hast, war für mich nicht ein gutes Spiel in Stuttgart, aber das haben wir jetzt hinter uns gelegt. Wir haben versucht, jetzt einen Überblick über die ersten 9 Spiele so gemacht. Aber für mich das Wichtige war jetzt, wie haben wir jetzt diese kurze
Auftaktzeit benutzt, mit die Mannschaft nach vorne zu schauen, immer den Entwicklung zu fortsetzen, den individuellen Spieler, aber auch als Mannschaft. Wir haben auch ein Team-Event gemacht, um enger zusammenzubekommen. So, ich habe versucht, nur nach vorne zu schauen und jetzt freue ich mich, wieder zu Hause zu spielen gegen Tolles, ein starke Gegner, aber das sind Möglichkeiten für uns zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie haben vorhin schon, Sie haben es gerade nochmal gesagt, Sie freuen sich auf die Heimspiele. Die Heimstärke zeichnet ja die Mannschaft aus. Auswärts tut sie sich ja schwer. Aber jetzt kommt natürlich mit Leverkusen, dem FC Bayern, RB Leipzig sehr, sehr schwere Heimaufgaben. Was meinen Sie? Jetzt muss man dann auch, klar, jetzt ist kein Auswärtsspiel, aber irgendwann kommt wieder ein Auswärtsspiel. Also es wäre auch dringend nötig, mal auswärts zu punkten. Ja, das stimmt, habe ich auch von Anfang an gesagt. Ein anspruchsvolles Auftaktsprogramm. Und um ehrlich zu sein, ich möge gerne Herausforderungen, und da habe ich auch von Anfang an in dieses Jahr zu einer Mannschaft gesagt, lass uns mal erstmal nur auf ein Spiel einen Fokus haben, nicht zu viel über die nächsten 4-5 Spiele oder wer kommt jetzt zu Hause und wo gehen wir jetzt auswärts und wo gibt es jetzt die Probleme, aber versuchen jetzt einzelne Spieler den Fokus darauf zu haben, und das erste ist jetzt ein Heimspiel gegen Leverkusen und in unserer Stadion mit unseren tollen Fans, das ist alles möglich, und lassen wir mal sehen, was das passiert. Johannes Kaiser. Hallo, ich weiß, die Winterpause war kurz, aber gab es vielleicht irgendeinen Spieler, der besonders Eigenwerbung, sag ich mal, für sich betreiben konnte, der im letzten Jahr vielleicht nicht so viel gespielt hat? Was ich sagen kann, ist, dass ich so auch über den Silvester-Weihnachten habe ich so nicht nur die ganze Mannschaft, auch einen Einzelspieler evaluiert. Und ich habe auch zur Mannschaft gesagt, jetzt, ich weiß, ein kurzer Auftaktprogramm ist, aber das ist eine neue Möglichkeit für jeder, sich zu zeigen. Ich glaube auch, dass es den Konkurrenzkampf ist für mich da. So, jeder hat eine Perspektive und Möglichkeit zu spielen, und das ist sehr wichtig für mich, dass jedes Tag, wenn er auf den Platz geht, dann hat er ein Gefühl, dass er könnte sich zeigen, und gibt es dann eine Möglichkeit zu spielen. Ich würde jetzt nicht einen einzelnen Spieler jetzt nennen, aber Möglichkeit gibt es für jeder. Okay, es ist ja dein erstes Aufeinandertreffen mit Xabi Alonso, glaube ich, als Trainer. Wie beurteilst du ihn in seine Spiele und seine Trainerkarriere bis jetzt? Ja, um ehrlich zu sein, muss ich sagen, was er jetzt in den letzten paar Jahren in Leverkusen gemacht hat, ist ein tolles Arbeit da gemacht, und auch wie die jetzt spielt. Ich glaube, sie ist eine der besten Mannschaften spielerweise. Sieht man auch jetzt in Tabelle für, wie die jetzt einen Hinrunde gemacht. Ja, hat er echt toll gemacht, und ich freue mich jetzt auf ihn zu treffen, aber auch gegen ihn zu spielen, und lassen wir sehen, was passiert. Genau, bei Leverkusen ist Victor Boniface ja verletzt und viele andere beim Afrika-Cup. Was denken Sie, was haben die fehlenden Spieler für eine Auswirkung auf die Mannschaft, und ist Florian Wirtz vielleicht der Spieler, auf den man sich am meisten vorbereiten muss? Erstmal zum letzten Frage von Florian. Das sieht man, wenn man die Bayer Leverkusen spielt, man anschaut, er ist fast in jeder Situation beteiligt. Er ist natürlich ein toller Spieler. Auf ihn müssen wir natürlich aufmerksam sein, aber wir sind nicht in eine Handballmannschaft, die jetzt einen Manndeckung machen. Wir sind mit 11 Spieler gegen 11 Spieler, aber wir müssen natürlich ein Auge an ihn haben. Afrika Cup, wie viele Spieler, die jetzt weg sind oder nicht. Wenn ich jetzt den Kader mal anschaue, und da gibt es genug Qualität innerhalb der Mannschaft. Das wäre wahrscheinlich kein Problem für Leverkusen, glaube ich. Gut, gehen wir mal in die virtuelle Runde. Marion Buckluger mit der ersten Frage. Hallo an alle. Der Johannes Kaiser hat es ja schon angesprochen, auch ob sich Spieler da hervorgetan haben. Ich möchte es nochmal konkretisieren und auf zwei Spieler eingehen, die mir beim Hoffenheim-Spiel aufgefallen sind in der zweiten Halbzeit. Mert Kömür und Nathanael Mbuku. Haben die sich in deinen Augen noch ein bisschen hervorheben können, und haben da auch Spieler aus der zweiten Garde, sage ich jetzt mal, die Chance jetzt nach der Winterpause zum Einsatz zu kommen? Danke. Erstmal würde ich nochmal sagen, ich mag, und das möchten wir haben, ein sehr enges Konkurrenzkampf, weil dann glaube ich, dass jeder wird besser.
wenn er das Gefühl haben. Und ich bin auch einig in deine, lass mal sagen, wie du jetzt in zweiter Halbzeit gesehen haben, dass Mert und Mbuku hat sehr gut gemacht. Und das freut mich, dass die jungen Spieler, die es zeigen, wenn die jetzt die Möglichkeiten bekommen haben. So lassen wir mal sehen. Erstmal Samstag, aber auch über die nächsten paar Wochen, was passiert jetzt, wenn bekommen die jetzt eine Möglichkeit, entweder in Kader und Spielzeit zu bekommen, ob sie jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Aber das glaube ich schon. Klaus Bergmann von der dpa, bitte. Hallo Herr Torup, Sie haben gerade selbst gesagt, es hat noch keine Mannschaft fertiggebracht, Leverkusen zu schlagen. Was haben Sie denn entdeckt, wie sowas gelingen kann und was muss dafür alles zusammenkommen? Ja, das ist eine gute Frage. Dann werde ich dann das ganze Taktik jetzt hier weitergeben, wollte ich natürlich nicht, aber erstmal habe ich auch gesagt, die haben sehr tolles Hinrunde gespielt, wie sie da offensiv, Schnelligkeit, individuelle Qualität, hat sie sehr gut gemacht. Aber ich habe natürlich versucht jetzt, heute haben wir ein bisschen von dem Gegner jetzt gesprochen und da habe ich natürlich auch die Mannschaft gezeigt, wo gibt es jetzt die Möglichkeiten. Nicht nur um verteidigen, den Bus vor dem Tor zu stellen, aber wie können wir das machen, auch mit dem Ball, weil das, glaube ich, das wird sehr wichtig für uns, dass wir nicht nur verteidigen, aber auch unsere Möglichkeiten zu nehmen. Und dann hoffe ich, dass wir das schafft, am Samstag das erste Mannschaft zu sein, ihm zu besiegen. Frank Linkesch vom Kicker. Ja, hallo, da würde ich gerne anknüpfen. Ich habe eine interessante Statistik gefunden. Leverkusen hat mit Bayern zusammen den meisten Ballbesitz der Liga, Augsburg den wenigsten. Wie stellst du dich denn darauf ein? Ist es von vornherein dann klar, dass das auch so laufen wird, dass vor allem Leverkusen den Ball hat und ihr ja, müsst aus dem wenigen Ballbesitz was machen? Oder gibt es Ideen, vielleicht an dieser Statistik zu schrauben und was zu ändern? Ja, die Statistik habe ich auch gesehen. Um ehrlich zu sein, würde ich sagen, dass viele spricht über Ballbesitz und ja, könnte wichtig sein, aber für mich ist es wichtiger, was machen wir jetzt mit dem Ball? Nicht nur den Ball haben, um ihn zu, was man sagen, um Position zu spielen, aber wie machen wir das jetzt mit dem Ball? Ich hoffe, dass wir jetzt gegen Leverkusen es ein bisschen besser machen, was ich gerade gesagt habe, wir wollten nicht 90 Minuten nur verteidigen. Wir werden auch versuchen, mit dem Ball zu angreifen, vielleicht auch momentweise das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren. Aber wir müssen auch respektieren, dass wir gegen sehr gute Gegner spielen, der auch sehr gut am Ball ist. Und das muss man manchmal respektieren. Das ist wichtig für mich, wo die den Ball hat und wo möchte ich am liebsten, dass die nicht so gern den Ball haben. Marco Scheinhoff. Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie mögen den Konkurrenzkampf natürlich, weil es jeden besser macht. Wie sehen Sie momentan denn den Stand des Kaders? Es gab ja jetzt schon Abgänge mit Cardona und Zehnter. Kommen noch Abgänge dazu? Kommen vielleicht Neuzugänge hinzu? Wie ist da so Ihre Wunschvorstellung? Erstmal würde ich sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl von der Mannschaft, wie wir das jetzt von Anfang an diese Vorbereitung gemacht haben, war sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl von Kabine, ich habe ein gutes Gefühl von Potenzial innerhalb der Mannschaft. Ob da noch ein oder zwei Spiele weggeht, weiß ich noch nicht. Das ist möglich. Ob jemand kommt, ja, wir gucken immer, was möglich ist. Und wenn da jemand uns helfen kann, dann wird es auch möglich, dass eine oder zwei kommt. Aber müssen wir halt mal schauen. Haben Sie da eine bestimmte Position im Blick, wo Sie gerne noch Verstärkung hätten? Ja, aber das bringt dich zum Marenko. Ich glaube, er ist derjenige, der das
am besten hätten. Und ich habe ihm zu erzählen, wie ich das jetzt sehe und in welche Position ich am liebsten so, wenn es möglich ist, neue Spieler holen. Aber mein Fokus ist wie immer nur auf diejenige, die jetzt im Kader ist und der für uns am Samstag spielen. Und was da passiert die nächsten 3 Wochen im Transferwindow ist natürlich wichtig, aber mein Fokus auf die Kader. Gibt es noch Fragen? Nicht? Dann herzlichen Dank. Wir sehen uns dann am Samstag hier in der WWK Arena. Ciao. Ciao.